Bayern Münchens Nummer 3 Christian Früchtl will den Verein wohl im Sommer verlassen. Christian plant noch immer, sich in der kommenden Saison ausleihen zu lassen. Es ist aber auch klar, dass für ihn nur ein Verein in Frage kommt, wo er die Nummer 1 sein wird, sagte dessen Berater Christian Rösener bei Sport1. Konkretes Interesse gäbe es bereits von 2 Teams aus der Premier League sowie aus der 1. und 2. Bundesliga. Dennoch sieht sich Früchtl, der seinen Vertrag im November bis 2022 verlängert hat, in Zukunft in München. Sein Ziel wird bleiben, sich langfristig beim FC Bayern durchzusetzen, fügte Rösener hinzu. Lange stand Mesut Özil beim FC Arsenal auf dem Abstellgleis, doch unter dem neuen Trainer Mikel Arteta spielt der Deutsche wieder regelmäßig. Ein Wechsel im Sommer kommt also wohl eher nicht in Frage. Nach der jetzigen Saison habe ich noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Was danach passiert, weiß ich nicht, sagte der 31-Jährige der Daily Mail. Außerdem lobt Özil den neuen Coach. Jeder weiß, dass wir uns in den vergangenen 2 Monaten unter Mikel taktisch enorm verbessert haben. Alle sind glücklich und genießen die aktuelle Situation. Der 20-jährige Samuel Chukwueze vom FC Villarreal ist gleich bei 3 englischen Topvereinen im Gespräch. Liverpool soll bereits im Januar 35 Millionen Euro für den nigerianischen Nationalspieler geboten haben, schreibt France Football. Der Daily Mail zufolge sind die Reds weiter interessiert, aber auch Manchester City und der FC Chelsea buhlen angeblich um das Supertalent. Es geht wohl um eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro.